Willkommen im Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin an Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass ihr mir heute wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von California Almonds unterstützt. Wer meine Rezepte kennt und mir auch auf Social Media folgt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Mandeln bin und sie selbst auch regelmäßig esse. Man kann schon was sagen, dass Mandeln so ein wahres Beautyfood sind, weil sie nämlich sehr reich an Zink und an zwei B-Vitaminen wie Niacin und Riboflavin sind. Zink trägt zur Erhaltung von normaler Haut und Nägeln bei und außerdem sind sie auch reich an Vitamin E, was dabei helfen kann, die Zellen vor oxidativem Stress durch Umweltverschmutzung, UV-Strahlen der Sonne und anderen Umweltfaktoren zu schützen. Das Snacken von Mandeln ist somit ein wunderbarer Teil von einer Schönheitsroutine, da sie auch Kupfer enthalten, das für die normale Haarpigmentierung eine Rolle spielt. Und ich kann nur jeden ermutigen, regelmäßig Mandeln in die Ernährung zu integrieren und ihr werdet es nicht bereuen. Sie sind auch super lecker und man kann sie auch überall mit hinnehmen. Das ist auch das Tolle, weil man sie in jede Dose reinpacken kann und passt in jede Handtasche. Und den Link zu California Almonds, den findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge wartet ein Interview auf euch und zwar mit der lieben Natalie Gleitmann. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sie vielleicht auch schon durch Social Media, durch ihre Bücher oder auch ihren Blog kennt. Und Natalie war auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Ich habe sie schon einmal für meinen Podcast interviewt und bei ihr ist es eben so, da haben wir so eine bisschen ähnliche Geschichte, dass sie früher auch von vielen Unverträglichkeiten betroffen war. Dass ihre Ernährungsumstellung, dass auch insgesamt die Beschäftigung mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit, Darmgesundheit, Stressmanagement irgendwann dazu geführt hat, dass sie auch anderen Menschen weiterhelfen wollte. Und sie hat dann auch damals ihre Social Media Kanäle ins Leben gerufen, einen Blog gegründet, zwei Bücher geschrieben und beschäftigt sich einfach nach wie vor noch mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit, eine natürliche, pflanzenbasierte Ernährung. Und das Tolle ist, dass sie mittlerweile auch ihre Unverträglichkeiten losgeworden ist. In der Podcast-Folge haben wir eben genau darüber gesprochen, wie sie das geschafft hat, welche Tipps sie da für Betroffene hat, welche Rolle da auch wirklich das Thema Darmgesundheit und auch Stress spielt. Und ja, ich freue mich sehr, das Interview mit euch teilen zu können und wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen, liebe Natalie, bei mir das zweite Mal im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist, dir die Zeit dafür genommen hast. Könntest du dich einmal für den Fall, dass dich jemand nicht kennt, kurz vorstellen? Hallo, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, wieder hier zu sein. Es hat letztes Mal schon super viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf unser heutiges Gespräch. Und das mache ich natürlich auch total gerne. Also ich bin Natalie Gleitmann und im Prinzip dreht sich bei mir alles um eine gesunde Ernährung, die einfach unkompliziert sein soll, ohne Verzicht, die soll Spaß machen und mit der sollte man sich einfach gut fühlen. Ich spreche auch einfach ganz viel und gerne über Tabuthemen, Darmgesundheit, Verdauung, lauter Sachen, über die man vielleicht ungern spricht oder was noch irgendwie mit viel Scham in Verbindung gebracht wird. Und das versuche ich einfach auch auf meinem Kanal oder auch mit meiner Arbeit generell aufzubrechen. Und alles ist eigentlich angelehnt an meiner ganz persönlichen Geschichte durch meine Lebensmittelunverträglichkeiten, durch meine Essstörung, durch meine Heilung der Unverträglichkeiten. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da schon einiges durchgemacht habe, gesundheitlich und mental. Und das teile ich einfach gerne und möchte ja anderen gesunde Ernährung einfach zugänglich machen und mit ganz viel Spaß vermitteln. Ja, total schön. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge haben wir relativ intensiv über deine Histaminintoleranz damals geredet. Und könntest du vielleicht einmal noch so ein bisschen erklären, wie du praktisch zu dem gekommen bist, was du eben heute machst und was dazu geführt hat? Ja, super gerne. So wie du es angesprochen hast, wir haben eben über meine Unverträglichkeiten gesprochen, insbesondere über Histaminunverträglichkeit. Ich hatte aber auch noch Laktose- und Glutenunverträglichkeit. Und das kam im Prinzip so von einem Tag auf den anderen. Ich hatte ganz viele verschiedene, sehr intensive Symptome, die nach mehreren Monaten dann diagnostiziert wurden. Und dann hatte ich eben mit meinen Unverträglichkeiten zu tun. Und
bin dann erstmal selber damit klargekommen, 1-2 Jahre, habe versucht, das in meinen Alltag zu integrieren, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich eingeschränkt bin oder dass mir irgendwelche Lebensfreude genommen wird. Ich habe natürlich angefangen zu kochen und mein Leben umgestellt und mich mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt. Und nachdem ich das Gefühl hatte, ich habe das jetzt im Griff und mir geht's gut, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, das mit anderen zu teilen, weil ich mir dachte, wenn es mir so geht, geht's anderen auch so. Und habe dann eben angefangen damals mit meinem Blog, der hieß damals noch Nathalies Cuisine, heute heißt es alles nur noch Nathalie Gleitmann, nach mir sozusagen, weil es heute einfach auch noch über das Essen eigentlich hinausgeht. Und ja, so war, das war eigentlich so die Intention, anderen zu helfen. Und natürlich sind dann auch viele verschiedene Themen noch dazugekommen. Jetzt habe ich meine Unverträglichkeiten geheilt und teile halt neben Rezepten auch ganz viele Tipps zum Thema Unverträglichkeiten weiterhin, aber auch generell gesunde Ernährung, wie gesagt, auch schon Tabus. Und so ist das eigentlich gekommen, durch meine ganz persönliche Geschichte und dem Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen und zu inspirieren. Sehr schön. Und weißt du denn jetzt so im Nachhinein, was so der Auslöser für deine Unverträglichkeiten waren? Weil ich glaube schon, auch wenn man oft so in dem Moment meint man oft so, das kam einfach so von heute auf morgen, also ging es mir auch. Aber wenn man dann so nach einer ganzen Zeit so ein bisschen neutral zurückblickt, dann sieht man schon oft, dass es da irgendeinen Auslöser gab. Total, total. Also es hat mich tatsächlich viele Jahre gebraucht, da so ein bisschen dahinter zu kommen, weil es eben nicht eine Sache ist, die das auslöst. Das sind viele Faktoren, die über Jahre zusammenkommen. Und kurz nach meiner Diagnose, weiß ich noch, hat meine Mama immer analysiert, wo kam das denn her? Keiner in der Familie hat das. Und ich wollte da auch gar nicht drauf gucken. Ich habe dann auch immer gesagt, es ist mir doch egal, wo das herkommt. Ich will jetzt einfach irgendwie nur eine Lösung dafür finden. Und Hauptsache, es geht mir besser. Aber gerade jetzt in den letzten 1-2 Jahren, wo ich die Unverträglichkeiten losgeworden bin, konnte ich da eben, wie du sagst, viel neutraler draufschauen und nicht mehr so emotional und auch einfach viel ehrlicher zu mir sein. Und für mich ist einfach klar rausgekommen, erstmal noch mal ein ganz anderes Verständnis, was Unverträglichkeiten eigentlich sind. Und zwar es ist eine, es ist das, dass der Darm aus dem Gleichgewicht kommt und dann einfach gewisse Dinge im Körper nicht mehr abbauen kann. Außer es ist natürlich eine genetische Sache. Das ist ein anderes Thema, lediglich von Unverträglichkeiten. Und das war mir schon mal überhaupt gar nicht bewusst. Und dann habe ich natürlich mal geguckt, was hat denn mein Darm aus dem Gleichgewicht gebracht? Ja, und dann ist das irgendwie so ein Puzzle zusammengekommen und habe halt einfach wirklich mal geguckt und ehrlich gesehen, einmal, dass ich sehr einseitig mich ernährt habe. Ich habe immer das Gleiche gegessen. Es war überhaupt nicht besonders vielfältig. Ich habe nie gekocht. Ich habe immer alles fertig gekauft. Ich habe sehr unregelmäßig gegessen. Ich habe auch das Thema Diät war ein großes Thema für mich damals. Abnehmen war ein großes Thema für mich damals. Und das hat erstmal viel Stress für mich ausgelöst und auch, dass ich eben viel verzichtet habe, viele Diätprodukte gegessen habe. Und das hat mir sowohl mental als auch körperlich nicht gut getan. Ich habe auch zu viel Sport gemacht, das auch wieder ein Stressfaktor natürlich war. Also mir sind einige Sachen so auf den Magen geschlagen, kann man wirklich so sagen. Und das halt über einen längeren Zeitraum. Und irgendwann mal wurde es einfach zu viel. Der Darm hat das nicht mehr gepackt und habe dann eben auch im Nachhinein verstanden, warum ich zum Beispiel auch zusätzlich zu den Unverträglichkeiten auch ständig krank war zum Beispiel. Ja, ich habe ständig Antibiotika genommen und im Prinzip war mein Darm aus allen Winkeln belastet durch eine schlechte Ernährung, durch zu viel Stress mental und körperlich und durch Antibiotika und viele Faktoren, die da eben zusammenkommen. Mhm. Ja, meistens ist es ja so, dass es eben nicht so diese eine einzige Sache war, diese eine Ursache, sondern da sieht man halt mal wieder, dass der Mensch muss irgendwie ganzheitlich betrachtet werden und wir bestehen eben nicht alleine nur aus der Ernährung, sondern es gibt halt einfach noch so viele weitere Faktoren in unserem Leben oder Stressoren und das hat man ja dann ganz schön, also es ist bei mir ja ähnlich gewesen, auch bei dir auch ganz schön irgendwie erkennen können. Aber ich will das mal so ein bisschen aufdröseln, da so ein bisschen tiefer in die einzelnen Schichten oder Ebenen von Gesundheit irgendwo auch reingehen. Du hast ja gerade schon mal kurz das Thema Darmgesundheit angesprochen. Also, dass die Darmgesundheit bei dir da auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat oder auch immer noch spielt. Das ist ja etwas, das ist ja für jeden Menschen irgendwo wichtig. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat denn die Darmgesundheit eine Auswirkung auf deine Beschwerden gehabt?
ich glaube, dass das so das Zentrum meiner Beschwerden war, dass Ungleichgewicht im Darm alles Weitere mit ausgelöst hat, wie zum Beispiel, dass ich ständig krank war, dass ich nichts mehr vertragen habe, dass ich müde war. Also alles, also im Prinzip war der Startschuss, also im Prinzip war meine Lebensweise und meine Ernährung der Startschuss dafür, dass der Darm aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und das hat dazu geführt, dass ich die Unverträglichkeiten bekommen habe. Und dann ist man in irgendeinem Teufelskreis, auch weil es eben genauso wie es nicht ein Faktor war, der das Außengleichgewicht gebracht hat, sage ich auch immer, es gibt keine Magic Pill. Eine Sache, die man dann macht und dann ist plötzlich wieder alles gut. Ja, sondern man muss da eben, wie du auch gesagt hast, ganzheitlich rangehen, verschiedene Faktoren im Leben betrachten und sich dann so ein bisschen durcharbeiten. Das läuft nicht von einem Tag auf den anderen, da muss man dranbleiben. Und ich glaube, hätte ich auch, ich fand einfach, für mich persönlich habe ich einfach nicht wirklich viele Ressourcen gehabt, um diesen ganzheitlichen Ansatz auch ja mir zu erklären oder überhaupt dran zu kommen, weil das halt eben Zeit benötigt. Und Ärzte haben mir geholfen, an die Diagnose ranzukommen, aber dann das umzusetzen ist halt eben ein Prozess. Ja. Und das war für mich eben auch mit Motivation, das mit anderen zu teilen, weil ich eben das Gefühl hatte, dass es damals für mich nicht so viele Ressourcen gab, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und ich glaube, hätte ich diese ganzen Ressourcen gehabt, dann wären meine Unverträglichkeiten vielleicht auch schon früher weg gewesen. Mhm. Ja, aber bis ich selber dahinter gekommen bin, hinter diese ganzen Faktoren und wirklich auch, ich glaube, für mich war auch wirklich der letzte Schritt, sie loszuwerden, dass meine Darmgesundheit wieder aufgepäppelt ist. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt, ich meine, wenn wir schon bei Tabuthemen sind, wenn du von Darmgesundheit sprichst, welche Beschwerden hattest du denn genau? Also ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich ganz schlimm waren für mich Verdauungsprobleme. Entweder ich war total verstopft oder ich hatte Durchfall. Mhm. Und wenn wir bei den Tabuthemen sind, es war einfach dieses Gefühl, nie entleert zu sein. Ja. Dieses furchtbare Gefühl, dass man nie entleert ist, ja, dass man die Lebensmittel, die man isst, nicht richtig verarbeitet hat, ja. Und das führt natürlich auch zu einem wahnsinnigen Nährstoffmangel, weil der Darm ja auch mit dafür verantwortlich ist, dass man überhaupt das Essen gut verarbeitet und die ganzen Nährstoffe aufgenommen werden. Das heißt, der Rattenschwanz läuft weiter sozusagen. Genau, also Verdauungsprobleme, Blähungen, ganz, ganz schlimm. Ich hatte aber auch mit Schwindel zu tun, mit Übelkeit, Schlafproblemen. Ich hatte auch einmal einen richtigen Schock, so einen Histaminschock, wo ich einen Aufschlag am ganzen Körper hatte. Und deswegen war das auch so schwierig zu diagnostizieren, weil man ja nie so viele unterschiedliche Symptome jetzt auf Essen unbedingt zurückführen würde. Ja. Und deswegen hat das auch ein bisschen gedauert, bis ich da damals meine Diagnose bekommen habe. Ja, und Histamin ist auch so ein bisschen so tricky, weil das ist nicht so wie Milch, wo man sagen kann, da ist Milch drin und da nicht, sondern bei Histamin ist eben so, da ist ein hoher Gehalt, da ist ein mittlerer Gehalt, das ist ein niedriger Gehalt an Histamin in den verschiedenen Lebensmitteln. Das ist gar nicht so einfach, weil da auch jeder eine andere Toleranzgrenze hat. Genau, ja. Genau, du sagst das, ja. Und was hast du denn dann dafür getan, dass deine Verdauung wieder mehr ins Gleichgewicht gekommen ist und du wahrscheinlich dann natürlich auch besser bestimmte Dinge vertragen konntest? Ja, also als allererstes hatte ich damals, weil das war das Erste, was mir irgendwie auf der Hand lag, habe ich meine Ernährung umgestellt. Das erstmal kurzzeitig auch Lebensmittel natürlich wegzulassen, die meine Beschwerden mit ausgelöst haben. Aber wichtig zu verstehen ist halt auch, die Lebensmittel sind nicht das Problem, sondern das Ungleichgewicht liegt im Darm. Und die Idee ist wirklich nicht, Lebensmittel für immer aus dem Ernährungsplan zu streichen, weil es sind ja auch gesunde Lebensmittel, ja. Aber natürlich ist es hilfreich, um den Darm kurzzeitig einfach erstmal zu entlasten, diese Lebensmittel wegzulassen. Wichtig ist aber gleichzeitig, die Ernährung umzustellen, noch wichtiger sogar. Zum Beispiel, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man regelmäßig isst, dass man sich bunt ernährt. Wir müssen den Regenbogen essen, das ist das Beste für den Darm. Und wenn man dann eine Einschränkung hat und bestimmte Lebensmittel erstmal weglässt, dann trotzdem das, was einem übrig bleibt, was immer noch mehr ist als das, was man nicht essen kann, total ausschöpft. Das ist super wichtig und man kann auch noch unglaublich viel damit machen. Ich wollte es beweisen und habe es auch, glaube ich, bewiesen in meinem ersten Buch. Über 100 Rezepte komplett histaminfrei. Und auch Leute, die keine Unverträglichkeiten haben, haben damit ihren Spaß.
Also es funktioniert auf jeden Fall. Und da wirklich seine Freude drin zu finden. Also das ist für mich einmal ein wichtiger Punkt gewesen, also die Ernährungsumstellung. Und dann kam eben auch natürlich das selber Kochen mit dazu, sich mit dem Essen mehr auseinanderzusetzen. Das ist alles Teil der Ernährungsumstellung. Der zweite Teil, den haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, ist der Darmaufbau. Da war für mich ganz wichtig, einmal mehr Ballaststoffe in den Alltag zu integrieren. Das unterstützt einfach die Verdauung. Wir brauchen Ballaststoffe. Ich meine, ich brauche es dir ja nicht zu erzählen, aber ich erzähle es dir. Aber ich wollte gerade sagen, eben, also von daher. Ballaststoffe sind halt ganz wichtig für unsere guten Darmbakterien und das ist das Leibgericht von denen im Prinzip und helfen natürlich einfach der Verdauung, um es kurz zu halten. Und dann habe ich auch Probiotika eingenommen, denn durch meine Histaminunverträglichkeit konnte ich natürlich alle fermentierten Lebensmittel nicht essen. Und dann haben mir natürlich Probiotika enorm geholfen. Ich nehme auch immer noch immer 1 bis 2 Mal im Jahr eine Probiotika-Kur. Tut mir einfach sehr gut. Und dann ist natürlich auch der Faktor Stress ganz groß für die Darmgesundheit. Das habe ich aber nochmal so als separate Säule angesehen, ja. Weil Stress so ein großes und wichtiges Thema ist. Da gehört für mich auch dazu sowohl Sport, also Sportreduktion für jemanden, der sehr viel Sport gemacht hat wie ich und sehr viel so Hit und mega auspowern. Jedes Mal bin ich übergegangen auf Yoga, mehr auf meinen Schlaf zu achten, dass ich ausreichend schlafe, dass ich an meinem inneren und äußerlichen Stress arbeite. Also was sind äußere Stressfaktoren für mich? Wie kann ich die reduzieren? Man kann nicht jeden Stress reduzieren, das muss man auch nicht. Stress ist auch gut, aber welcher Stress ist gut und welcher dann nicht mehr zum Beispiel. Aber auch innerer Stress und mich damit auseinandersetzen, mit Ängsten, mit was auch immer ich hatte, bin auch jahrelang in Therapie gegangen, hat mir einfach gut getan und auch mitgeholfen, einfach besser mit Stress umzugehen. Ganz loswerden muss man ihn ja auch nicht, aber einfach besser damit umgehen, ist auch schon mal super hilfreich, um ja, den Darm auch zu entlasten natürlich. Mhm. Ja. Ja, gerade beim Thema Darmgesundheit, ich glaube, das ist auch, man kann das nicht oft genug sagen, dass auch das Thema Ballaststoffe, ja, deswegen ist auch gut, dass du das nochmal gesagt hattest, weil ich kann den Standpunkt auch total nachvollziehen, weil so viele Fragen halt immer, gibt es denn nicht irgendein Pülverchen oder irgendeine Kapsel und so weiter, die natürlich vielleicht irgendwo ein bisschen helfen kann, aber die praktisch so am besten die ganzen Probleme löst. Und das ist halt trotzdem, löst an sich nicht das Problem, ja, weil das Grund, also die Grundvoraussetzung für den Darm oder das Futter von den Darmbakterien sind nun mal die Ballaststoffe. Und jetzt ist es natürlich so, und ich denke, das denken sich auch einige, die zuhören, und du hattest das Problem vielleicht am Anfang auch. Das klingt immer so, ja, Ballaststoffe sind wichtig, also sind sie ja auch, aber wenn man am Anfang noch fast nichts verträgt und jemand erzählt einem, isst viele Kichererbsen und isst viele Bohnen und also generell viele Hülsenfrüchte und so weiter, da denken ja viele, ja, das ist ja jetzt schön und gut, aber da kann ich ja praktisch nicht mehr unter die Leute gehen, weil ich dermaßen Blähungen bekomme. Und das ist ja, ja, dann auch sehr belastend. Und hast du da vielleicht für dich am Anfang sagen können, gut, ich hatte vielleicht gerade Hülsenfrüchte mit Histamin auch nicht so gut vertragen können und habe dann vielleicht langsam angefangen, oder sagst du, nee, all in? Nee, genau. Also bei Histamin ging ja auch zum Beispiel eben gar keine Hülsenfrüchte. Das dann natürlich, Hülsenfrüchte haben super viele Ballaststoffe, aber generell stecken ja Ballaststoffe in allen pflanzlichen Lebensmitteln. Mhm. Das heißt, ich habe mich einfach da auch wieder ausgetobt in der Zeit, dass ich einfach meine Ballaststoffe durch die ganz vielen verschiedenen pflanzlichen Lebensmittel bekomme. Ich habe dann auch, wie du gesagt hast, es gibt keine Magic Pill, man kann supplementieren auch. Was mit unterstützend ist, zum Beispiel Flohsamenschalen, aber das alleine reicht halt nicht. Das ist dann eher so ein Zusatz, der gut ist, auch, dass man regelmäßig irgendwie gemahlene Leinsamen integriert, Chiasamen und. Und als ich dann wieder mehr essen konnte, habe ich dann natürlich auch eher Schritt für Schritt angefangen, weil wenn der Körper das noch nicht gewohnt ist, dann kann das eben nach hinten losgehen, ja, so wie du gesagt hast. Und deswegen, ich rate immer dann Schritt für Schritt das anzugehen und langsam zu steigern. Und man kann auch, also gerade bei Kichererbsen, ich weiß, das ist für viele ein Problem, und ich lebe ja in Israel und hier ist Hummus natürlich
ein spannendes Gericht und da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und was ich gemerkt habe, was mir hilft am Anfang, ist zum Beispiel die Kichererbsen auch noch mit zu schälen. Mhm. Das kann vielen helfen oder auch nochmal gut zu würzen. Also zum Beispiel, ich würze immer nochmal mit Kumin oder einfach mit Gewürzen, die nochmal beruhigend für den Magen sind, zum Beispiel auch Fenchel. Ich finde halt, Kumin passt super gut zu Kichererbsen dazu und dann macht das Ganze einfach nochmal verträglicher oder besser verdaulich. Und mittlerweile kann ich die Kichererbsen egal wie essen, weil ich mich natürlich da jetzt auch dran gewöhnt habe. Mhm. Ja, das ist ja das Schöne, ne? Also Cumin ist für diejenigen, die es nicht wissen, Kreuzkümmel und das setzt man im Ayurveda ja dann auch viel ein bei Hülsenfrüchten, weil gerade diese ganzen entblähenden, entkrampfenden Gewürzen wie die ganzen Kümmelsorten, Fenchel, Ingwer, das kann dann auf jeden Fall helfen. Und das Schöne ist ja auch, das weiß man ja auch von Studien, dass der Darm sich da wirklich auch dran gewöhnen kann und dann werden eben die dementsprechenden Bakterien gebildet, die dann eben zum Beispiel Hülsenfrüchte auch verdauen können. Und da, glaube ich, ist es wichtig, mit kleinen Portionen anzufangen. Das hast du ja dann auch gemacht und das Ganze dann eben langsam zu steigern. Absolut. Und ich finde generell, was man halt auch immer wieder sieht, ist, dranbleiben lohnt sich. Ja, also Papa will gesund sein, er arbeitet nicht extra gegen uns und braucht einfach manchmal nur ein bisschen Hilfe und es lohnt sich da einfach dran zu bleiben, weil man dann letzten Endes in meinem Fall die Unverträglichkeiten los wird oder es einfach allgemein einem besser geht. Ja, wenn man eine gute Verdauung hat, geht es einem auch einfach gut. Ja, es hat einen riesen Einfluss. Ich meine, wenn man verstopft ist, dann hat man Krämpfe, dann geht es einem nicht gut. Man ist dann auch einfach schlecht drauf. Ich meine, man ist dann in so einem Teufelskreis auch irgendwie drinnen. Und deswegen sage ich auch immer, es lohnt sich wirklich an seiner Gesundheit dran zu bleiben, weil man langfristig dadurch einfach glücklicher ist, wenn es einem einfach gut geht. Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und der nächste, ich sag mal, Pfeiler war ja so Stress. Ja, also wie gesagt, es gibt ja, man kann ja Stress beziehen auf Ernährung, auf körperliche Aktivität, auf den Stress im Kopf. Also es gibt ja alle möglichen Formen von Stress. Und grundsätzlich, du hattest es vorher schon mal gesagt, ist ja Stress auch was Positives. Ja, also so ein gewisser Stress im Leben ist ja auch schön. Aber das kann es halt auch, es kann deutlich zu viel werden. Und der Körper ist dann irgendwann natürlich damit mehr oder weniger überfordert. Und man läuft die ganze Zeit in diesem Fight-or-Flight-Modus rum. Und zum Beispiel die Verdauung wird dann auch irgendwann heruntergesetzt, die Leistung von der Verdauung. Und jetzt mal in Bezug vor allem auf den Sport, weil ich glaube, dass da halt super viele, auch junge Mädels von betroffen sind, dass vieles einfach mit Sport wirklich komplett auch übertreiben. Also ich sehe das auch in der Beratung. Ich habe oft so, entweder gibt es so die eine Kategorie, das klingt jetzt so oberflächlich, aber es ist oft so, diejenigen, die halt wirklich fast gar keinen Sport machen und sich wirklich aufraffen müssen, ja. Und dann gibt es die, die wirklich sich so fast in jedem Lebensbereich wie verrückt stressen und auch Sport bis irgendwie an die oberste Grenze wirklich treiben und auch gar nicht so richtig den Zusammenhang sehen, dass es eben zwischen den Verdauungsbeschwerden und diesem extremen Sportpensum und dann höre ich das eben oft, dass dann nicht nur so ein bisschen Sport getrieben wird im Sinne von, ich gehe eine Viertelstunde, mache einen strammen Spaziergang, sondern das ist dann dieses High-Intensity-Training, irgendwie eine Stunde jeden Tag und das ist halt echt ein bisschen too much. Was sind denn deine Erfahrungen damit? Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde auch gar nicht, dass das oberflächliche Kategorien sind, weil das Schöne ist ja auch, wir sind alle irgendwo auch gleich. Mhm. Wir haben alle irgendwo dieselben Probleme und das ist ja eben gerade auch das Schöne mit deiner Arbeit und auch mit meiner Arbeit, dass wir uns mit so vielen Leuten verbinden können, weil im Prinzip haben wir alle die gleichen Probleme. In die eine oder in die andere Richtung. Entweder man ist verstopft oder man hat Durchfall. Ja? So ungefähr. Und deswegen finde ich, kann ich das auch wirklich nur bestätigen, ist es halt eben für die meisten, oder ich glaube, das Ziel für viele Menschen ist im Leben eine gewisse Balance oder ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen, sowohl in unserem Darm als auch in unserem Leben. Und das ist halt eine Herausforderung, weil man oft entweder zu viel macht oder zu wenig macht. Und sich da irgendwie in der Mitte zu finden, ist auch für mich immer noch eine Herausforderung, ja. Weil es gibt auch nicht sowas wie, ich bin jetzt perfekt und jetzt ist jeder Tag gleich, ja. Und meine Erfahrung mit dem Sport ist, also ich war schon immer eine sehr aktive Person, aber durch das Teenageralter und wo auch das Thema Abnehmen und Diät für mich einfach ja relevant geworden ist und ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist natürlich auch das Thema Sport immer größer geworden. Und dann ist es halt eben, verlernt man sich selber fast an, auf seinen Körper zu hören und irgendwie
strikten Diäten oder irgendwelchen strikten Trends dann zu folgen, nur weil das dann jetzt gerade trendy ist oder weil diejenige oder derjenige das dann gerade macht. Und somit verlernt man eigentlich fast wirklich auf seinen Körper zu hören, auch in Bezug auf Ernährung natürlich, ja. Und ich habe einfach viel zu viel Sport getrieben und das habe ich halt einfach natürlich auch gemerkt, dass hat natürlich auch mit zu meinen Unverträglichkeiten geführt. Ich bin irgendwie jeden Tag 10 Kilometer laufen gegangen und es ist natürlich auch durch den Sport ist natürlich auch so ein Adrenalin da und man fühlt sich danach einfach so gut. Das hat natürlich auch so ein Suchtpotenzial natürlich und da muss man einfach aufpassen. Was immer wieder wichtig ist, ist so ein Check-in mit sich selber zu machen. Ich habe jeden Tag dieselbe Situation, weil ich mache gerne Sport, aber es ist nochmal ein Unterschied. Okay, es macht mir Spaß und es tut mir gut und ab einem bestimmten Moment könnte man jetzt einfach noch weitermachen, komm, noch ein Video, weil man irgendwie was im Kopf hat oder man hört in sich hinein und merkt eigentlich, hey, heute tut es mir einfach gut, mal gar nichts zu machen oder ich mache weniger und da immer wieder so rein zu in sich zu hören, ist immer wieder eine Herausforderung tatsächlich, gerade wenn man es auch gerne macht. Das ist, glaube ich, so das andere Problem von denen, die es eben auch nicht gerne machen. Deswegen die jetzt gerade zuhören und denken, von wann redet die? Ich hasse es. Kann ich auch total verstehen, weil auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie mal einen Monat keinen Sport mache, weil ich vielleicht erkältet bin oder auf Reisen bin oder in einem früheren Leben, dann war es auch natürlich total schwer, da wieder reinzukommen. Wir sind Gewohnheitsmenschen und meine Erfahrung war einfach damit, zu viel Sport hat für mich nicht nur eine körperliche Belastung mit sich gebracht, sondern auch eine extreme psychische Belastung, weil dadurch auch soziale Interaktionen eingeschränkt waren, weil ich musste ja unbedingt da die 1-2 Stunden haben für Sport. Und da konnte ich auch keinen Kompromiss machen. Und ich glaube, wenn man merkt, das wird zwanghaft, dann ist es ein klares Signal, mal ehrlich zu sich zu sein und sich vielleicht auch Hilfe zu holen. Ja. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Und ich denke auch, dass das auch eine Form von Kontrolle ist, die man gerne versucht auszuüben, ne? Also wenn man schon merkt, dass der Körper macht irgendwie dann doch nicht ganz so das, wie ich das gerne hätte, oder ich kann mein Äußeres nicht so ganz so kontrollieren, weil es ist schwierig, die Familie oder die Freunde oder den Job und so weiter immer alles kontrollieren zu können. Aber was man ja kontrollieren kann, ist das Sportpensum oder eben das, was man isst oder nicht isst, und wie man sich eben so drillt den ganzen Tag. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch so eine Form von Kontrolle ist, die man versucht auszuüben, die man versucht ständig zu behalten, ohne halt dieses, weil es hat ja viel so mit Enge zu tun. Es ist ja nicht so dieser Gedanke von ich sag mal Liebe, von Offenheit, von Vertrauen, sondern es ist ja so, hat sehr viel mit so starr sein und mit Angst ja eigentlich auch irgendwo zu tun, ne, vor irgendetwas, wo man einfach irgendwo davonläuft. Auf den Kopf getroffen, 100%. Und deswegen denke ich, ist das einfach wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass Sport gesund ist. Aber ich sage auch mittlerweile, es ist gar nicht mal Sport, es ist wirklich eher Bewegung, was wichtig und gesund ist. Und weniger jetzt Sport und das, was man so unter Workouts versteht. Ich mache es immer noch gerne, ich mache es auch regelmäßig und das ist auch Bestandteil meines Alltags. Aber der Unterschied heute ist einfach, dass ich es zulasse, meinen Plan, mein Wohlbefinden anzupassen und nicht andersrum. Mhm. Nicht mein Wohlbefinden, unabhängig meines Wohlbefindens, es in irgendeinen Plan zu zwängen. Und das Interessanteste an allem ist ja, dass als ich da losgelassen habe mit dem Sport und auch mit der Ernährung, und das habe ich auch dank meiner Unverträglichkeiten, ja, dank der Unverträglichkeiten konnte ich mich auf die Gesundheit konzentrieren und nicht mehr auf die Kontrolle und die anderen Äußerlichkeiten, die mir davor wichtig waren, hat sich mein Körper eigentlich genau so eingependelt, wie ich das immer wollte. Mhm. Durch das Loslassen, ja. Weil oft spielt sich unser Körper genau da ein, wo er sein soll. Und das sieht einfach für jeden komplett anders aus. Und dadurch, dass ich mich dann auch wieder wohlgefühlt habe, konnte ich da einfach ganz viel von dem loslassen, was davor total wichtig für mich war. Diese starre, kontrollierte Routine. Ja, ich glaube gerade dieses, ja, total, dieses Wort Loslassen, das ist so ein wichtiges Wort. Also da gibt es auch so ein wundervolles Buch, Letting Go, oder also Loslassen von David Hopkins heißt der, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es ein Arzt ist oder ein Wissenschaftler, und der schreibt wirklich komplett über das Loslassen. Das ist ein Buch, das kann ich jedem empfehlen. Und der schreibt über die verschiedensten Erkrankungen, ob das jetzt Bluthochdruck ist oder irgendwas anderes. Und dieses
Diese Angewohnheit von Menschen, ständig an Dingen festhalten zu müssen, das kann man eigentlich auf alle möglichen Bereiche im Leben übertragen. Und was halt ganz oft so ist, und ich kann mich damit eins zu eins identifizieren, dass ich auch irgendwann an einem Punkt war, wo ich mich so mit dem Kranksein oder mit den ganzen Symptomen identifiziert habe, dass ich irgendwann, das war auch eine erschreckende Erkenntnis, dass ich praktisch nicht mehr wusste, wer ich ohne das alles bin, ja. Und da ist halt dieses Wort loslassen, das ist einfach so ein, das ist eigentlich so ein Wort, was man so übers Leben dann wahrscheinlich oder mitziehen kann, mit durchs Leben. Das ist so unglaublich wichtig, dass man in diesen Prozess des Loslassens kommt, weil sonst wird man weiterhin die ganze Zeit von all diesen Symptomen und diesen ganzen Gedanken eben weiterhin komplett bestimmt oder die bestimmen eben das Leben. Total, absolut. Kann ich nur so unterschreiben und es ist ein Prozess und wie man dahin kommt, ist natürlich individuell, wie es für einen halt funktioniert, aber es ist ein Prozess und auch an dem lohnt es sich dran zu bleiben, weil es nicht einfach ist, loszulassen und sich da auch irgendwie wieder neu zu finden. Aber nach meiner Erfahrung, egal in welchem Lebensbereich, und das sage ich mir auch oft, wenn ich wieder an so einem Punkt bin, wo ich nicht loslassen will, dass es jedes Mal so war, dass wenn ich losgelassen habe, etwas Gutes dabei rausgekommen ist. Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur so berichten, vielleicht als auch kleine Motivation. Ja, und in Bezug jetzt zum Beispiel auf Bewegung, es gibt ja noch so viele andere wundervolle Dinge, die man machen kann, also auch gerade Zeit in der Natur verbringen, spazieren gehen, ja, also man muss ja, das heißt ja nicht, dass wir empfehlen, keinen Sport mehr zu machen, um Gottes Willen, sondern es gibt ja auch sehr viel achtsame Formen von Bewegung, ja, also Yoga, Pilates, in der Natur spazieren gehen. Ja, also irgendwann, wenn Corona vorbei ist, gibt es dann sicher auch noch mehr Möglichkeiten. Und da auch so ein bisschen auch mal neue Dinge ausprobieren. Nicht immer so dieses starre Programm, glaube ich, auch verfolgen, sondern auch mal neue Dinge ins Leben einladen. Total. Also ich muss auch sagen, ich habe so viel Neues gelernt durch diese Homeworkouts, weil ich dann einfach mal die Gelegenheit hatte, anstatt jetzt immer in eine Klasse zu fahren, auch einfach mal von zu Hause hier 10 Minuten, da 10 Minuten, einfach immer mal wieder was Neues ausprobieren konnte, was mir total viel Spaß gemacht hat. Und ich bin auch total Teambewegung, weil ich ja, wie gesagt, auch sehr viel Freude daran habe. Aber ich setze mich wirklich jeden Tag hin. Ich habe noch keinen Plan, was ich machen will. Und dann ich habe halt nur einen Zeitblock, den ich mir für Bewegung nehme. Mhm. Und das kann Stretchen sein, das kann Meditieren sein, das kann Spaziergang sein oder es kann auch mal ein Hit sein, wenn man das möchte. Wichtig ist nur immer für mich, mich hinzusetzen, erstmal zu gucken, okay, wie geht's mir heute? Mhm. Worauf habe ich Lust überhaupt? Ja, und dann gucke ich gezielt danach, was ich machen möchte. Ja. Und eben nicht andersherum. Und ich glaube, das ist das, was für mich das Achtsame ist. Ja, schön. Und wir hatten ja noch so einen Punkt, und zwar eigentlich gehört ja auch ein bisschen zu Stressor, aber das Thema Diäten. Ich dachte, das möchte ich mit dir auch mal ansprechen, weil ich nämlich, also ich weiß, du hast auch schon ein paar Mal drüber geredet, und ich sehe ganz oft einen Zusammenhang zwischen Jugendlichen oder auch generell Heranwachsenden, die irgendwann mal krasse Diäten gemacht haben oder in irgendeinem anderen Bild hinterher geeifert haben und sich dann dadurch natürlich sehr einseitig ernährt haben. Und dann später alle möglichen Verdauungsbeschwerden bekommen. Und ich bin halt fest davon überzeugt, das hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Also ich muss dazu sagen, ich sage das jetzt nicht so, weil ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie eine Diät gemacht. Trotzdem hatte ich irgendwann die Probleme. Aber vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das bei dir war. Ja, absolut. Ich kann es auch nur so unterschreiben. Diäten sind einfach kurzzeitig und basieren auf Verzicht. Mhm. Ja, also es geht davon aus, dass du bestimmte Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen ausschließt, die aber wichtig für uns sind. Und ich hatte ja schon mal erwähnt vorhin, dass ich angefangen habe, so als Teenager mich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte irgendwie abnehmen und dann hatte ich auch zugenommen. Irgendwie war das wichtig. Das war einfach unheimlich wichtig für mich. Ich kann nicht genau sagen, warum. Vielleicht, weil auch meine Freundinnen alle immer so ganz, ganz flache Bäuche hatten und ich fand das schön und habe mich auch immer für so viele Sachen geschämt. Für viele Leute mag das jetzt klingen so, was hat die denn zu erzählen? Aber das sind Sachen, die hat jeder so in seinem Kopf. Ja. Ja. Das hat nichts mit seinem Äußeren zu tun. Das sind Sachen, die man selber sich einredet oder Dinge, mit denen man sich vergleicht. Da ist es eigentlich egal, wie
man aussieht nach außen heraus für andere, ja. Und ich hatte das auf jeden Fall ganz stark und habe mich dann eben, nachdem ich so eine relativ schnelle Gewichtszunahme hatte, als ich einen Schulwechsel hatte, was ja auch relativ typisch ist, sage ich mal, wenn man in eine neue Routine kommt. Und es war mir super wichtig, dann abzunehmen. Und dann habe ich angefangen, weil es ja eben auch sehr zugänglich ist, alle möglichen Diäten auszuprobieren. Und das wurde halt immer extremer über die Jahre. Am Anfang war das so, dass ich irgendwie mal keine Süßigkeiten gegessen habe oder dass man ab 5 Uhr nachmittags nichts mehr isst. Dann ging es los mit Diätprodukten, mal eine Phase Low Carb, eine Phase Low Fat, Kalorien zählen. Da war ich auf jeden Fall der Master drinnen. Ich konnte die in wenigen Sekunden alle Kalorien zu jedem Lebensmittel nennen. Dann ging es auch los mit unregelmäßigem Essen, ja, verschiedenen tausend Regeln, die man macht, Suppenkuren, Shakes. Ich habe auch mal irgendwelche Sprays genommen, wo es hieß, das ist ein Appetitzügler und stattdessen trinkt man dann irgendwelche ekelhaften Shakes. Ich habe wirklich alles ausprobiert, bis hin zu Abführmittel. Also ich habe wirklich alles durchgemacht und das bringt natürlich den Darm ungemein aus dem Gleichgewicht, gerade wenn man das über so eine lange Zeit macht wie ich. Ich glaube, ich habe 8 Jahre gemacht oder so, ja. Also immer wieder in Phasen, ja, und habe halt mich ständig übertrieben mit Essen auseinandergesetzt. Ich war nie gelassen mit dem Essen, ja. Also ich habe auch gesagt, irgendwie letztes Jahr, es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich endlich mal essen kann, worauf ich Lust habe. Und das nutze ich einfach total aus. Und natürlich, wenn man immer im Verzicht lebt oder immer bestimmte Lebensmittel weglässt, wie gesagt, wir brauchen den Regenbogen, wir brauchen die Ballaststoffe und gerade in Sachen wie Diätprodukten oder vielen Fertigprodukten, die vielleicht weniger Kalorien haben, sind aber gleichzeitig auch nährstoffarmer, enthalten viele Zusatzstoffe und Zucker und Aromastoffe und was weiß ich was alles, die einfach nicht gut sind für unseren Darm und über einen längeren Zeitraum, bringt das natürlich auch so seine Folgen mit sich, ist klar. Ja. Und für mich ganz klar auch mit ganz stark Auslöser, für meine Unverträglichkeiten, weil auch dieser ständige Verzicht und das Kalorienzählen auch wieder nicht nur ein körperliches Problem ist, sondern auch ein extrem starkes mentales Problem mit sich bringt oder eine Belastung, besser gesagt, ja. Und dann hat man eine Doppelbelastung. Einmal vom Körper, dass man nicht genügend Nährstoffe zu sich nimmt und dann wieder vom Kopf, weil man sich unglaublichem Stress und Druck aussetzt. Und so kommt man dann in so einen Teufelskreis rein, der natürlich einen riesen Einfluss auf den Darm hat. Und wenn man dann noch krank wird, weil der Darm aus dem Gleichgewicht ist und dann noch Antibiotika nimmt, dann ist man wirklich, dann sitzt man der Scheiße sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder genau, nicht, wenn man Verstopfung hat. Ja, genau. Und dann wundern sich auch viele, ja, ich mache ja schon so viel und warum geht es mir immer noch nicht besser? Weil wir keine Roboter sind. Und wenn man über viele Jahre sich nicht gesund ernährt oder nicht auf sich achtet und achtsam ist, im ganzheitlichen Sinn auch, dann geht das halt auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass wenn man eine Karotte gegessen hat oder einen Brokkoli gegessen hat, ist es dann halt auch nicht wieder gut. Sondern es ist ein Prozess, an dem man dranbleiben muss. Es ist auch ein Prozess, sich das wieder anzulernen, auf sich zu achten und auf sich zu hören. Und wie gesagt, das bin ich angegangen durch die verschiedenen Angehensweisen, die ich ja schon genannt hatte, Darmaufbau, Ernährungsumstellung, Stressabbau, kann man da wirklich ganz viel selber wieder in den Griff bekommen. Also es ist auf jeden Fall machbar. Ja, auf alle Fälle. Also vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube halt, dass so wichtig ist, dass wenn man jetzt hier zuhört und deine Geschichte auch hört, dass man wirklich auch nochmal wirklich vielleicht für sich auch erkennt, der Körper ist halt, der setzt sich nicht nur aus irgendwie so einem Glied irgendwie zusammen, sondern wir haben einfach verschiedene Dinge und da gehört halt die Psyche dazu, ja, da gehört einfach die mentale Gesundheit dazu, da gehört eben, wie gesagt, die Darmgesundheit dazu, der Bewegungsapparat, also so viele Dinge gehören dazu und es ist halt, am Endeffekt läuft es auch gerade beim Thema Darmgesundheit immer wieder darauf hinaus, dass man sich nicht zu einseitig ernähren sollte, weil das nämlich eben alles, was du ja gemacht hast, war ja jetzt, das hast du natürlich in dem Moment nicht erkannt, ne? Also das wäre bei mir genauso gewesen. In dem Moment sieht man das ja meistens nicht, aber im Nachhinein sieht man ja, das ist ja eigentlich, ich sag mal so, der Nährboden, der perfekte Nährboden für alle möglichen Beschwerden im späteren, ein paar Jahre später eben dann ist. Und da ist es halt auch wichtig, auch ehrlich zu sich zu sein und sich auch wirklich auf mentaler Ebene mal
zu fragen, inwiefern trage ich denn da auch mit meiner mentalen Gesundheit dazu bei, dass eben die Beschwerden vielleicht noch weiterhin da sind oder nicht weggehen? Inwiefern lasse ich vielleicht bestimmte ungesunde Angewohnheiten einfach nicht los in meinem Leben? Ja, wie diese krasse Sportroutine oder wie irgendwie noch das Hinterhereifern irgendwelchen anderen Idealen, ja, und nicht anerkennen, dass der Körper komplett individuell ist und dass auch jeder Mensch was anderes braucht. Und das ist eigentlich so schade, ne, dass man halt in der Jugend, dass man plötzlich irgendwelche Ideale für sich findet, weil es einem auch leider in der Gesellschaft irgendwo so vorgelebt wird. Ich meine, mittlerweile passiert da ja auch viel anderes, oder wenn man auch auf Social Media guckt, was ja eine schöne Bewegung ist, dass gerade auch im Äußerlichen, dass man jetzt nicht mehr einfach nur noch sagt, wir brauchen alle diese 90-60-90 Maße, sondern Körper sind eben verschieden und das ist auch gut so. Und vor allem auch das Verständnis, dass man seine Gesundheit nicht alleine nur auf die äußeren Merkmale, also im Sinne von wie groß ist mein Hintern oder meine Beine oder was auch immer, reduzieren kann, sondern dass die Gesundheit, und Gesundheit bedeutet halt so viel mehr als nur das Aussehen, dass das das Allerwichtigste ist, wie man sich jeden Tag fühlt. Kann ich nur zu 100% so unterschreiben. Und ja, ich hoffe, es wäre schön, wenn man das schon früher merken würde oder sehen würde. Aber ich habe da auch viel dadurch gelernt. Und du sagst, es gibt auch schon eine große Gegenbewegung und viel anderes jetzt auch. Aber dieser ganze Diätwahn ist tatsächlich immer noch lauter. Und deswegen bin ich da auch so ganz offen mit meiner Geschichte, um vielleicht wenigstens eine Person davor zu bewahren und auch zu sehen, gesunde Ernährung macht Spaß, ist unkompliziert und dass man viel glücklicher ist, indem man sich einfach wohlfühlt, genauso wie man ist, weil wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Ja. Es wäre unfassbar langweilig, wenn wir alle gleich wären. Ich meine, aber bis man das versteht, kann es manchmal ein bisschen dauern. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht auch mit dem Gespräch heute dem einen oder anderen vielleicht auch einfach darauf aufmerksam machen können oder ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen können. Mhm. Ja, das hoffe ich auch sehr. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Also ich glaube, ich habe noch eine Frage, aber unter anderem noch eine Frage, und zwar zum Thema intuitivem Essen. Also wenn ich jetzt dich mal so frage, also ich weiß, auf Social Media hattest du auch schon mal gesagt, dass du dich relativ intuitiv ernährst. Und was ist dann intuitives Essen und wie kannst du das jemandem nahelegen, beziehungsweise was sind die ersten Schritte, mit denen man damit anfangen könnte? Ja, die ersten Schritte, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, weil es kommt halt drauf an, wo man herkommt. Mhm. Bei mir war das wirklich, ich musste erstmal wieder lernen, auf meinem Körper zu hören und überhaupt darauf zu hören, worauf habe ich Lust und das esse ich jetzt. Das ist für mich intuitiv und auch überhaupt ein Hungergefühl zu erkennen, ja, und das nicht immer zu unterdrücken. Und im Prinzip ist für mich intuitive Ernährung, dass man seinen Hunger, dass man das isst, worauf man Lust hat, dann, wenn man möchte, dann, wenn man es braucht und sich sonst keine Gedanken mehr dazu macht, ja, also nicht, ich muss jetzt den Tag mit Haferflocken starten, weil heute ist Dienstag und da starte ich den Tag mit Haferflocken und das muss jetzt so sein. Wenn ich jetzt aber aufstehe am Dienstag und sage, ich habe heute Lust auf ein Vollkorn-Avocado-Brot, dann esse ich das. Und da eben auch loszulassen von irgendwelchen Regeln. Und das Interessante, viele sagen dann, ja, okay, wenn ich mich jetzt intuitiv ernähre, ich habe aber jeden Tag Bock auf Pommes und Burger. Ja. Also, dass ich jeden Tag Pommes und Burger essen kann. Das ist es, das funktioniert nicht ganz so, weil das Interessante ist, wenn man sich gesund ernährt, hat man auch mehr Lust auf gesundes Essen. Das klingt immer so utopisch, also, wenn das jemand sagt, denkt man so, also irgendwas ist bei der oben nicht so ganz in Ordnung. Ja, genau. Glaubt man erst, wenn man selber da drinnen steckt, aber es ist wirklich so, wenn man mal weg ist von super industriell fertig Produkten und industriell hergestellten Dingen, die viele Zusatzstoffe, Zucker und was weiß ich was alles drin enthalten, die ja nur unseren Hunger mehr schüren, das ist auch nicht unser echter Hunger, ja, weil das sind einfach nur Dinge, die uns Appetit machen. Wirklicher Hunger oder wirkliche Sättigung ist, wenn wir uns nährstoffreich ernähren, unser Körper genau das kriegt, was er braucht und wir dann auch befriedigt sind. Und dann hat man auch viel weniger zum Beispiel mit Heißhunger zu tun und mit vielen anderen Problemen, die ja mit sich kommen, wenn man eben
Diätprodukte oder auch auf Diäten war. Mhm. Ja, und deswegen ist es für mich oder habe ich für mich einfach auch gelernt, ich esse dann, wenn ich Hunger habe und das, worauf ich Lust habe. Und das ist eben, wenn man dann mal in diesem Flow mit gesunder Ernährung drin ist, eigentlich auch immer was Gesundes. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Weil wir sind auch nicht jeden Tag gleich und es gibt nicht sowas wie eine perfekte Ernährung. Das finde ich ist auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Wir sind, also ich rede jetzt mal von uns Frauen, sind ja auch in unseren verschiedenen Zyklusphasen immer unterschiedlichen Stadien. Wie viel ich mich am Tag bewege, beeinflusst auch, wie viel Hunger ich habe natürlich. Ja. Natürlich hat man nicht immer die Flexibilität zu sagen, ich esse, wann ich will, weil manchmal weiß man, ich habe aber jetzt um 4 einen Termin oder um 1 einen Termin und kann dann nicht um 1 um Mittag essen. Natürlich muss man da auch immer flexibel bleiben und auch das, finde ich, gehört ja auch wieder zur intuitiven Ernährung dazu, ja, dass man eine gewisse Flexibilität mit sich bringt, ja. Aber ich denke, was ist, sich nicht irgendwelchen Regeln unterzuwerfen und einfach das zu essen, was der Körper einem sagt, dass er braucht. Wenn ich dann PMS habe und 3 Tage nur Tortilla-Chips essen will, dann mache ich das auch, weil ich weiß, dass ich dann nach den 3 Tagen auch wieder Lust auf mein Brokkoli und alles andere habe. Und es gibt eben nicht ein Lebensmittel, was alles kaputt machen kann. Genauso gibt es eben auch nicht ein Lebensmittel, was eben alles wieder gut macht. Sondern es ist halt immer, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir machen eigentlich immer wieder schöne runde Kreise hier, weil alles miteinander in Verbindung steht. Es ist halt eben immer wieder die Suche nach der richtigen Balance. Mhm. Ja. Ja, absolut. Und vor allem auch dieses Thema intuitive Essen. Also grundsätzlich bin ich da ja auch ein Fan von, aber es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, bei jedem zu sagen, du musst intuitiv essen, ist halt so ein bisschen schwierig, weil je mehr wir eben von einer bestimmten Lebensmittelgruppe oder von einem bestimmten Lebensmittel eben zu uns nehmen, desto mehr wollen wir meistens auch davon, weil wir einfach auch die dementsprechenden Darmbakterien heranzüchten. Das heißt, je mehr ich Schokolade esse, natürlich habe ich auch ständig dann Lust auf Schokolade. Ja, also... Deswegen ist es okay, jeden Tag eine Schokolade zu essen. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig mit so Trendwörtern, weil intuitive Ernährung ist auch mittlerweile so ein trendy Wort geworden irgendwie. Das auch schon fast wieder so eine Diät für sich ist dann, ja. Und deswegen sage ich auch immer, ich möchte, wenn mich dann immer wieder fragen, ernährst du dich vegan oder das? Man will halt immer jemanden in eine Box geben. Das kann ich total verstehen. Und ich verstehe auch, dass das immer viel attraktiver ist, wenn man einem das Problem mit einer Sache lösen kann. Aber ich finde das eben auch immer schwierig, weil wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle komplex, man ist jeden Tag anders drauf und das nur mit einer Bezeichnung zu labeln, wie jetzt intuitiv, vegan, was auch immer, ja, finde ich das immer super, super schwierig. Deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, ich ernähre mich pflanzlich basierend. Die Basis meiner Ernährung ist pflanzlich, aber das heißt nicht, dass es nicht auch mal dies oder jenes gibt, sondern da höre ich auf meinem Körper und meine persönlichen Bedürfnisse. Ja, und das auch mit dem ganzen intuitiven Essen, was man auch nicht vergessen darf, das versuche ich dann auch mal zu erklären. Zum Beispiel, es wird ja oft damit geworben, so dass du dann ein Stück Schokolade essen kannst und dann packst du die Packung weg und so weiter. Und die meisten sagen halt dann auch, ey, ich kann das nicht. Und dann sage ich, also ganz ehrlich, du musst doch verstehen, diese Schokolade ist dafür designt, dass du dieses komplette Ding aufessen sollst und danach noch 10 weitere kaufst. Weil nun mal, es ist einfach so, Zucker und diese ganzen Fette und so weiter, die sind auch dafür gemacht, die sprechen Areale im Gehirn an, die nun mal einen gewissen Suchtfaktor haben. Und wenn man halt stattdessen auf vollwertige Lebensmittel zurückgreift, dann fällt einem das intuitive Essen viel leichter, weil man nicht mehr permanent Lust auf diesen gewissen Kick dann ständig eigentlich hat, der einem dieses ganze Industrieessen ja eigentlich dann gibt. Absolut. Das kann ich auch wieder so unterschreiben, weil ich kann auch nicht nur ein Stück Schokolade essen und die Packung dann weglegen. Und es kommt halt total drauf an, was für eine Schokolade. Also wenn ich jetzt eine habe, die jetzt irgendwie 92% Kakaoanteil hat, die mit bisschen Nussmus, da kann ich wirklich ein Stück essen und die weglegen. Habe ich so ein babsüßes Ding mit Milch und mit Zucker, ja, da denke ich mir, mittlerweile ist mir das tatsächlich auch viel zu süß, dass ich das gar nicht essen würde. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass man davon ein Stück isst und dann sagt, ich will das ganze Ding essen. Weil das hat halt so einen Suchtfaktor. Total, total. Und deswegen sage ich auch immer, ich bin total eine Naschkatze. Ich liebe Süße, ich brauche jeden Tag was Süßes. Aber wenn ich mir meine gesunden Naschereien mache, mit Nussmus, mit 85%iger dunkler Schokolade oder mit Datteln und Nüssen, dann kann ich da wirklich
auch mal ein Stück von Essen, mal zwei Stück, mal drei Stück, je nachdem eben, was ich sonst an dem Tag gegessen habe. Oft ist es ja auch so, wenn ich dann super, wenn ich nicht genug gegessen habe tagsüber, natürlich esse ich dann auch mehr von diesen Snacks. Mhm. Aber man ist natürlich viel schneller befriedigt, wenn man Nährstoffe zu sich nimmt und damit ist der Körper dann auch okay und man fühlt sich dann auch befriedigt. Und mit diesen pappsüßen Dingen kann ich auch voll nachvollziehen, schmeckt mir auch überhaupt nicht mehr. Da werden jetzt auch einige lachen, so, ja, ja, so, wirklich. Schmeckt mir nicht mehr. Ich esse tausendmal lieber meine selbstgemachten Sachen und bringe deswegen auch immer bei einer Einladung gerne Dessert mit, weil ich weiß, dass mir diese anderen Dessert-Sachen nicht schmecken und somit hat auch jeder was davon. Und da ist man dann auch befriedigt und hat dann trotzdem was Süßes und trotzdem was Nährstoffreiches. Und das, finde ich, ist auch wieder ein schöner Mittelweg, trotzdem was Süßes zu essen, was aber nährstoffreich ist und wo man dann eben auch nach ein, zwei Stücken das dann auch weglegen kann, weil der Körper hat, was er braucht. Ja. Und wie sieht denn so ein Essensalltag bei dir aus? Jetzt sind wir alle neugierig. Also, jetzt haben wir so viel über das Essen geredet. Ich bekomme jetzt langsam selber Hunger. Und wie sieht denn bei dir so ein typischer Alltag aus? Ja, tatsächlich auch genau aus diesem Grund immer sehr unterschiedlich. Aber ich kann dir mal als Beispiel sagen, was ich heute schon gegessen habe. Der Tag ist noch nicht zu Ende, aber was ich heute noch vorhabe zu essen und was ich gegessen habe, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also ich habe heute den Tag mit Overnight Oats gestartet. Die habe ich gestern schon vorbereitet mit Haferflocken, mit geschroteten Leinsamen, mit Sonnenblumenkernen, mit Hafermilch, mit Beeren. Super, super lecker. Hat mir sehr gut geschmeckt. Da habe ich mich schon seit gestern Abend drauf gefreut, weil das sah schon so cremig aus. Das ist immer so cool, ne? Wenn man dann so ein leckeres Frühstück hat, dann denke ich mir auch manchmal morgen abends so im Bett, oh, lecker, morgen esse ich das und das morgen früh. Mein Freund denkt sich dann immer so, okay, du freust dich jetzt schon aufs Frühstück gut. Ja, das sieht dann schon so cremig aus. Und dann gab es mittags, dann gab es mittags etwas, was ich auch im Moment sehr viel esse, und zwar so dunkles Brot mit Avocado und gerösteten Tomaten und Spinat. Da esse ich auch immer so, je nachdem, wie groß mein Frühstück war, auch ein, zwei so große Scheiben mit Avocado und ganz viel Tomaten, ganz viel Spinat. Super, super lecker. Dann gab es danach als Snack, kurz vor unserem Podcast-Aufnahme, gab es noch so zwei, eben was wir gerade gesagt haben, so Naschereien. Ich mache so Mini-Peanut-Butter-Dunkle-Schokolade-Cookies eben, so mit Erdnussmus und dunkler Schokolade. Und da habe ich zwei davon gegessen. Und heute Abend wird es entweder ein Curry geben oder Pasta. Ich mache super gerne Pasta-Night oder ich mache Baba Ganoush und dazu noch einen schönen Salat. Aber wie gesagt, ich teile auch immer gerne auf meinem Kanal What I Eat in a Day, weil ich finde das auch immer schön, bei anderen so Inspiration zu bekommen. Und eben, wie du gesagt hast, man ist neugierig, man will sich irgendwie was drunter vorstellen, wie kann das aussehen. Aber ich sage auch immer dazu, wir sind alle unterschiedlich, wir haben andere Bedürfnisse. Bei mir sieht auch jeder Tag anders aus. Ich starte den Tag auch manchmal salzig oder, keine Ahnung, eher dann als großes Brunch. Und klar, aktuell reise ich weniger, ich bin im Homeoffice und da hat man natürlich auch nochmal mehr Flexibilität, sich dem anzupassen, was richtig cool ist. Und ich rate auch immer jedem jetzt, wo man eben in dieser Situation ist, kann man eigentlich ganz viel nutzen, um auch was für seine Gesundheit zu tun, sich in der Küche auszuprobieren und sich ein bisschen besser kennenzulernen und seine Bedürfnisse, weil man eben sich auch so ein bisschen selber organisieren kann. Und ja, deswegen, mein Tag sieht immer unterschiedlich aus und dem passe ich das auch an. Manchmal esse ich zweimal am Tag, manchmal dreimal am Tag, manchmal fünfmal am Tag. Das kommt wirklich immer so ein bisschen darauf an, aber so, wie ich das jetzt beschrieben habe, könnte so ein klassischer Tag sein. Ich brauche nach dem Abendessen auch immer noch was Süßes und dann gibt es irgendwie nochmal selbstgemachten Kakao oder nochmal dunkle Schokolade mit Nussmus, so wie du es auch gerade gesagt hast, oder was ich halt eben gerade von meinen Rezeptkreationen noch gebacken habe, gibt es dann auch immer noch mal irgendwie was Kleines Süßes. Klingt super lecker. Würde ich sofort auch alles essen, wenn du mir das bringen würdest. und was wäre denn jetzt so dein erster Tipp, wenn jemand zuhört und sagt, also das klingt alles sehr schön und ich würde auch gerne an den Punkt kommen, wo du vielleicht jetzt gerade bist. Was wäre denn so dein erster Tipp an die Person, womit man starten kann? Du meinst jetzt mit Unverträglichkeiten? Genau. Also mit Unverträglichkeiten würde ich sagen, ganz großer Punkt ist die Einstellung. Also dass man positiv bleibt, dass man sich auf das konzentriert, was man essen kann und nicht, was nicht mehr geht.
und wirklich sich da total austobt und auch sieht, dass es keine Einschränkung sein muss, sondern dass ganz viel einfach auch an einem selber liegt und wie man das, die ganze Situation angehen möchte. Und ich glaube, auch einfach die Motivation zu wissen, dass man so viel selber machen kann, damit es einem besser geht. Und ich rede, wie gesagt, von Unverträglichkeiten, nicht von Allergien. Das ist wirklich was anderes. Bei Allergien wird man nicht mehr los, aber Unverträglichkeiten kann man durchaus losbekommen. Bevor jetzt jemand fragt, wie lange dauert es, bis man sie los wird, es ist komplett unterschiedlich. Deswegen sage ich das auch nie, weil wir sind eben auch da wieder komplett individuell. Ich sage nur, dranbleiben lohnt sich und einfach auch Spaß damit haben und die Unverträglichkeiten als Chance sehen. Ich kann, wie gesagt, für mich persönlich sagen, war das eine Riesenchance für ein neues Leben. Nicht nur, dass ich einen Beruf daraus gemacht habe, sondern dass ich eben auch weggekommen bin von den Diäten und ein ganz neues Leben für mich entdeckt habe und auch eine ganz andere Beziehung zu meinem Körper und zum Essen entwickelt habe. Und anstatt das irgendwie so als Bestrafung zu sehen, wirklich als Chance, sich neu kennenzulernen und auch ganz viel Neues zu entdecken, denke ich. Das ist eine Einstellungssache und auch da lohnt es sich einfach, dran zu bleiben und sich auf das Positive zu konzentrieren. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank schon mal für deine ganzen wundervollen Antworten. Dann habe ich zum Abschluss immer noch zwei Abschlussfragen, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar einmal, hast du ein Lieblingsessen und wenn ja, welches? Oh Gott, das ist immer die schwierigste Frage überhaupt. Ich bin auch so ein absoluter Phasenmensch. Also ich gehe auch immer super gerne nach der Saison. Das heißt, im Herbst bin ich ein totaler Kürbismensch und im Winter generell auch super viel. So mache ich viel Pasta und Curries, was ich liebe. Aber bei mir gibt es auch irgendwie im Sommer ganz viel selbstgemachte Pizza. Und vielleicht ist es leichter, wenn ich sage, was aktuell. Was ist denn aktuell deine Phase? Aktuell bin ich in der Shakshuka-Phase, weil ich ja jetzt eben auch wieder alles mit Tomaten essen kann. Es wird ganz viel Shakshuka bei mir. Das ist ein typisch israelisches Gericht. Mhm. Und eben mein geliebtes Avocado-Brot mit Spinat und Tomaten. Mega lecker. Das klingt richtig gut. Wie warm ist es denn bei euch eigentlich gerade in Israel? Also, ich traue es mir nicht zu sagen, weil ich weiß, ich kriege viel Hate bei euch. Also hier ist es echt minus 8 Grad. Also es ist auch schön, weil es ist blauer Himmel und Schnee und so weiter. Aber ich weiß, dass es bei dir nicht so kalt ist. Also wir haben dieses Jahr den schönsten Winter seit 10 Jahren, meiner Meinung nach. Es sind immer vereinzelt ein paar Regentage da, wo es irgendwie 18 Grad hat. Mhm. Aber sonst eigentlich fast durchgehend, oh Gott, ich will es jetzt nicht verschreien, aber fast durchgehend immer so 22 Grad. Das ist so ein absolutes Traumwetter. Und auch wenn man nicht viel machen kann, ist es natürlich einfach ein schönes Gefühl, wenn man rausschaut und es scheint die Sonne. Also es ist ein Traum. Mega schön, richtig gut. Da beneide ich dich ein ganz bisschen drum. Und dann die letzte Frage, und zwar hast du es kann ein Gesundheitstipp sein oder eine Lebensweisheit, irgendetwas, was bei dir in deinem Leben einen Unterschied gemacht hat und wo du denkst, dass es auch anderen Menschen helfen könnte, wenn du das weitergibst? Ich würde mal vielleicht ein Motto von mir teilen. Und zwar ist mein Motto No Shame in the Game. Das habe ich so über die Jahre entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich es mir ausgedacht habe oder irgendwo gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch bei jemand anderem gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber danach lebe ich auf jeden Fall. Und das hat vor allem mich so auch durch meine Unverträglichkeitenzeit gebracht, weil ich mich immer so dafür geschämt habe, wenn ich irgendwie auf Dates in meiner Single-Zeit kein Essen teilen konnte. In Israel teilt man halt auch immer sein Essen. Und wenn ich dann nicht alles essen konnte, war es mir mega unangenehm, das gleich zu erzählen. Oder überhaupt im Restaurant zu bestellen oder bei Freunden eingeladen zu sein. Das war immer für mich ein unglaublich großes Schamthema. Und man schämt sich ja für so viel. Ja, also es gibt ja, jeder hat ja Dinge, die einem irgendwie unangenehm sind. Und seitdem ich nach diesem Motto No Shame in the Game lebe, schäme ich mich für absolut nichts, was vielleicht auch der Grund ist, dass ich über so viele Tabuthemen spreche. Weil es gibt einfach keinen Grund, sich zu schämen. Und was ist interessant ist, wenn man einfach auch offen ist gegenüber anderen mit seinen Päckchen, die man trägt, merkt man eigentlich, dass jeder irgendein Päckchen hat, was er mit sich trägt und dass man sich viel besser nochmal mit anderen verbinden kann,
indem man einfach auch offen damit umgeht. Es ist eigentlich nur eine Win-Win-Situation für alle, weil schon allein, wenn man eingeladen ist, ja. Wenn ich dem Gastgeber nicht sage, dass ich gewisse Unverträglichkeiten habe, nur weil es mir unangenehm ist, ist es am Schluss dem Gastgeber unangenehm, weil ich dann nichts essen kann. Mhm. Deswegen gibt es einfach keinen Grund, sich zu schämen. Und immer, wenn ich irgendwie dieses Gefühl habe, was aufkommt aus irgendeinem Grund, weil ich im Bikini meine Zellulite sehe oder weil ich irgendwas nicht essen kann oder, wenn irgendwie dieses Gefühl raufkommt, ich müsste mich jetzt für etwas schämen, dann sage ich mir einfach, no shame in the game. So, warum müsste ich mich dafür schämen? Und das nimmt mir irgendwie alle Hemmungen. Also vielleicht kann ich damit auch dem einen oder anderen helfen. Schreibt es euch ganz groß einfach auf den Spiegel oder einfach immer, wenn die Situation aufkommt, selber sagen, no shame in the game. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und man muss sich für absolut überhaupt nichts schämen. Ja, wundervoll. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und wenn man dir jetzt irgendwo folgen möchte oder deine Rezepte ausprobieren möchte, wo findet man dich? Genau, erstmal vielen Dank auch an dich für das schöne Gespräch, für die Einladung. Es war wieder, auch wie beim letzten Mal, super, super schön mit dir. Und finden kann man mich unter Natalie Gleitmann. Ich glaube, du schreibst es wahrscheinlich auch in die Notes. Und da bin ich auf Instagram, ich bin auf Facebook, hauptsächlich auf Instagram tatsächlich und auch natürlich meine Webseite nataliegleitmann.com. Und ja, da findet man ganz viele Rezepte. Und wer möchte, kann natürlich auch gerne auf Amazon gehen. Da gibt es auch zwei Bücher von mir. Einmal Happy Healthy Food. Das ist auch nochmal speziell für Menschen, die Unverträglichkeiten haben. Und Me Food, My Food, My Tel Aviv. Mit jede Menge Rezepten auch nochmal durch meine Heimatstadt oder meine Wahlheimatstadt besser gesagt. Tel Aviv inspiriert. Genau, das sind eigentlich so die Hauptkanäle, worüber man mich erreichen kann. Super, das verlinke ich dann in den Shownotes. Dann vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass euch das Interview gefallen hat, dass ihr ganz viele Tipps von Natalie mitnehmen konntet und dass ihr sie jetzt in den Alltag integrieren könnt und ja, vielleicht an der Stelle, wo auch immer ihr gerade im Leben steht, dass ihr euch da vielleicht weiterhelfen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinem Podcast auch eine Bewertung da lasst. Das freut mich immer sehr, davon euch zu lesen. Und auch wenn ihr meinen Podcast natürlich abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.